gesagt, heute Morgen war er am Schwimmen gewesen mit seinem Therapist und da hatte die Möglichkeit auch mal die Kabinen von innen zu sehen in der Commerzbank Arena, wo ja die Eintracht Frankfurt spielt und alles sehr professionell da geführt. Und du hast ja auch oft in Italien gespielt, du hast auch in der NCAA gespielt. Hattest du da auch mal so Kabinen gesehen, die auch so gut waren? Did you see any other places where you played at college? How were the locker rooms there when you compare it to what you saw today? Oh, you know, in college we had the top of everything. Everything was brand new, yeah. And you know, the facilities I saw today were, you know, very much comparable to the ones I used in college. And you know, we were very fortunate in college to have those kind of facilities, you know, those big arenas, big gyms, and you know, very few teams in Europe at the basketball level have the, you know, the fortune to have these kind of facilities. I think it's more reserved for the soccer teams. Ja, also ganz klare Worte von Ilian. Also der hatte auch Glück gehabt, im College wirklich die besten Möglichkeiten zu haben da. Die Arenen waren toll, auch natürlich die Kabinen. Und er hat eben noch ganz klar gesagt, dass hier in Europa einfach sind die besten Möglichkeiten oder auch von den Kabinen ist immer reserviert für die Fußballteams. Und ja, Ilian, du arbeitest jetzt an deinem Comeback, aber ich hoffe mal, dass du bald wieder spielen kannst. Wie sieht es jetzt genau aus mit deiner Verletzung? Wie kommst du voran? Und wann kannst du wieder spielen? Talk about your comeback now. How are things working? Well, you know, it's been a week since I've been injured. And every day I do therapy for 3 hours. Sometimes I do therapy twice. And it's a day-to-day thing. You know, my knee is getting a lot better. I don't have much pain right now. But you know, it's at the same time I have to be careful to give my medial ligament time to heal. But you know, we gotta play it by ear, and as soon as I can be on the court, you know, you can count on me that I'll be on the court. Also der Ilian wird der Erste sein, der auf dem Platz ist, aber der muss erst noch das Okay bekommen. Aber er sagt einfach, er arbeitet hart in seinem Comeback. Es ist schon eine Woche her seit der Verletzung in Bremerhaven und 3 Stunden am Tag, manchmal 2-mal am Tag macht er Reha. Therapie und alles und hier und da, man muss da sich auch ein bisschen noch ausruhen, aber er sagt, sein Knie wird immer stärker und er hofft, dass er so schnell wie möglich wieder auf den Platz ist. Ilian, ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Spiel gegen Göttingen. Wie siehst du das? Also für dich ist es natürlich gut, dass du jetzt weiterhin an deiner Verletzung arbeiten kannst, also zurückkommen kannst. Aber ist diese Pause auch ganz gut für die Skylines? Ich denke schon. Gerade das Spiel auch gegen Ulm, wir werden später ausführlich über das Ulm-Spiel sprechen. Diese Verschnaufpause ist sicherlich gut für die Skylines jetzt. Obviously for you it's good that you can still take some time to get your knee back, but is it really a plus or a negative that the Skyliners don't have a game this coming weekend, just to have some extra time, maybe just to get back strength and get the needed energy for really a big win, hopefully in Göttingen? They're one of the top teams. Yes, Göttingen's having a tremendous year this year. And, you know, we just need a little time right now to get back in the groove of things. We had a couple guys that had been sick. You know, they need some time to practice and get back in the flow of things. You know, hopefully, you know, me and Greg can be back soon. And I think when we, you know, we have everybody healthy, we are a complete different team. Ja, also ich denke, das ist schon ganz gut, dass sie jetzt längere Pause haben. Natürlich, das Göttingen-Spiel wird ein sehr wichtiges Spiel sein. Und er sagt, diese extra Zeit ist auch wichtig, dass der Greg und der Ilian wieder gesund werden. Nochmal kurz, was heute in die Sendung kommt, das habe ich jetzt vorhin vergessen. Wir werden natürlich viel mit Ilian Eftimov über alles Mögliche sprechen. Wir werden auch gleich ausführlich über die Niederlage gestern gegen Ulm sprechen. Wir werden gleich noch kurz über den letzten BBL-Spieltag sprechen. Da werde ich auch mal den Ilian einige Sachen fragen und mal wirklich mal gerne mal wissen, wie gut er Bescheid weiß über die BBL. Gerade hier auf dem Weg hierher im Auto habe ich wirklich sehr viel von ihm erfahren. Er ist wirklich sehr gut informiert über die anderen Ligen hier in Europa, über Spanien und über Italien. Da hat er wirklich
Spieler aus dem Hut gezogen und auch einige, die ich noch nie gehört habe. Und der kennt sich wirklich gut aus. Und da werden wir jetzt gleich mal sehen, was er noch alles über die Spieler in die BBL so denkt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit einem nächsten Musikwunsch. Alles, was heute gespielt wird, ist auf Request, Special Request von Ilyin Eftimov. Alles, was heute in dieser Sendung gespielt wird, ist auf Wunsch von Ilyin Eftimov. Und er wird jetzt den nächsten Track ansagen. Ilyin, the next track, please. Beat it. Hello, my name is Derek Allen und Sie hören das Deutsche Bike Skyliners Magazine bei Radio Fortuna mit Miles Schmidt-Schreiber. Ja, zurück zum Deutsche Bank Skyliners Magazin hier bei Radio Fortuna mit mir, Ilyin und Nils. Und jetzt werden wir nochmal zurückschauen zum letzten BBL-Spieltag. Und ich glaube, da waren keine großen Überraschungen. Ilyin, the last BBL game day, there weren't too many surprises, really. I think it was very interesting to see the results from Paderborn and Bamberg. I think that was a tough game. But other than that, I think, you know, the teams that were supposed to win won. Ja, also außer die Überraschung in Bamberg mit Paderborn haben eigentlich alle anderen Teams gewonnen. Ich fange jetzt einfach mal an. Die große Klatsche im Norden, das Derby Oldenburg gegen Bremerhaven. 102-75 gewinnt Oldenburg. Topscorer bei den Oldenburger Perkovic mit 17, Paulding mit 16. Bei Bremerhaven wieder dabei Jordan Watson, der gegen die Skyliners nicht gespielt hat. 19 Punkte hat er gemacht. Nicholson Double-Double, 18 Punkte, 10 Rebounds. Callahan 14 Punkte, 8 Rebounds. Wenn man die Statistiken anschaut, Oldenburg fast 60% geworfen und die haben auch die Rebounds klar dominiert. You saw the score, Oldenburg gegen Bremerhaven ganz klar gewonnen. Da kann man wirklich sehen, was für Überraschungen oder wie Basketball ist gegen uns. Konnten die nichts machen und dann gewinnen die mit über 100 Punkten gegen Bremerhaven. That's how surprising basketball is. Oldenburg had no chance against us, but they beat Bremerhaven easily with 102-75. Well, you know, Bremerhaven is a very good team, actually. But when you let a team score 102 points, it's very difficult to win the game. You know, if Bremerhaven had an off night on defense and Oldenburg capitalized, a lot of people in double figures, complete team win. No surprise for me. Ja, 7 Leute zweistellig. 7 guys were in double figures for Oldenburg. Also keine Überraschung für Ilyin. Bremerhaven haben da einfach nicht gut verteidigt an diesem Tag. Und was auch überraschend war, ich weiß gar nicht mehr, wer dich verletzt hat in Bremerhaven, aber der Jamie Nicholson mit 18 Punkte, 10 Rebounds hat ein Double-Double gemacht. Nicht der schnellste Kerl, hat nicht viel gegen euch gespielt. Kannst du dich noch an ihn erinnern im Spiel letzte Woche? Hat aber ein gutes Spiel gegen Oldenburg, ein Double-Double. Can you remember Nicholson? He was that big guy for Bremerhaven. He didn't play too much against you guys. I don't even remember who ran into you. Do you remember who that was? He was the Lithuanian guy, I think. Number 11. Oh, that was, what's his name? Valeka. Was it yes, Valeka? Valeka, yeah. Valeka, he actually didn't run into me. He kind of actually pushed me. He pushed you. Also just to make things clear. Der Valeka hat den Ilyin ein bisschen geschubst. Aber du hast ihn nicht gesehen. You didn't see him, just to clear that up. Well, what happened was a 2-on-2 fast break, and Keith had the ball, and I had Valuka, and I was just trying to help a little bit, and he just pushed me right into Keith and the guy with the ball recklessly for I don't know why, but then, you know, me, I ran into Keith and the other guy, and we all collapsed, and my knee got twisted in the middle of all that. Not very sportsmanship from his part, yeah. Especially since he pushed Keith into Greg, hurting Greg later. So it's, yeah. Da sieht man, was man alles hier lernt, was im Spiel passiert hat. Der Ilyin hat jetzt irgendwie klar gesagt, dass der Valeka wohl ein bisschen verantwortlich war für die, nicht nur für Ilyins Nichtspielen gestern, aber auch für Greg Jenkins Nichtspielen. Also das war schon ziemlich krass. Ich habe das leider nicht alles so gesehen, aber Ilyin war ja dabei gewesen. Er ist angeblich in Keith Simmons gepusht worden von Valeka und dann später hat der Greg Jenkins sich auch noch verletzt. Also wie gesagt, das war nicht eine leichte Zeit für die Skyliners in dieses Spiel, diese Jungs zu verlieren. Aber diese Verletzung haben wir jetzt besprochen. Gehen wir weiter. Braunschweig gegen Ludwigsburg 75-60. Die gewinnen. Topscore bei Braunschweig Drevo mit 16 Punkte. Visser mit 14, Levy mit 13 und bei den Ludwigsburgern Thomas Nagis, der nicht gegen Frankfurt spielen konnte, 16,8 Rebounds, Woodstrom mit 11 und Dominic Jones mit 10. In diesem Spiel, wenn man die Statistiken anschaut, die Braunschweiger, es war auch ziemlich klares, ziemlich knappes Spiel, also knapper als was das Ergebnis vielleicht sagt. Beide Teams ziemlich even in den Rebounds, aber die Braunschweiger haben einen guten Job an den Turnovers, nur 8 Turnovers gewonnen. Braunschweig won easily at home against Ludwigsburg 70-65.
If you looked at the stats, Braunschweig did a pretty good job with the turnovers, only 8. Will Franklin seems to be doing a pretty good job on the point guard position. What's your remembrance of him? Oh, yeah, definitely. He's a good ball handler, very solid player for his team. You know, Braunschweig played a great defense, obviously, only allowing 60 points. And the big guys played well. When you put the ball inside, good things happen. Ja, also wenn man den Ball inside bringt, passieren gute Sachen. Die Ludwigsburger oder die Braunschweiger haben eine sehr gute Defense gespielt. Nur 60 Punkte haben die kassiert. Und natürlich, der Ilian hat noch gesagt, der Will Franklin ist ein sehr guter Ballhandler. Und ja, das zu diesem Spiel. Braunschweig gewinnt zu Hause gegen Ludwigsburg. Bamberg ist die große Überraschung gegen Paderborn. 72 zu 82 verlieren sie. Vor 2 Wochen war Nino Garris noch der Topscorer bei Paderborn. Die letzten 2 Spiele hat er nicht gut gepunktet. Was sind deine schönsten Erinnerungen an unser Nino Garris? Nino Garris was Topscorer 2 weeks ago, 22 points for Paderborn. The last 2 games he didn't score so much. What are your nicest memories of Nino Garris? Well, you know, Nino Garris is a basketball player with great IQ. He really knows how to play basketball. And obviously he has a lot of experience. And he's been very unfortunate with injuries. You know, and those can happen to anyone, of course, but Nino is a great guy, you know, a good friend of mine, and I just wish him all the best. Very happy that he was a top scorer 2 weeks ago. You know, I'm positive that he's going to do it again. Also, nette Worte von Ilian. Also, der hat gesagt, also der Nino ist wirklich ein Spieler, der einen sehr hohen Basketball-IQ hat, auch so wie Adam Emenecker. Adam also has a high basketball IQ. Exactly. Und hat eigentlich nur die letzten Worte und er hofft, dass er bald wieder Topscorer sein kann. Er hat ein guter Freund von ihm und er ist eigentlich zuversichtlich, dass er Nino Garris wieder ein gutes Spiel machen kann. In dieses Spiel, Petrek Cuput, sehr gutes Spiel, 26 Punkte, Dickau 10 Punkte, Elton Brown 10 Punkte, 3 Rebounds. Aber jetzt muss ich ihn mal fragen, es scheint, als ob Bamberg ganz, ganz viel Kohle da hat. Die kaufen hier links und rechts Ex-NBA-Spieler, aber die verlieren immer noch. Bamberg seems to have a lot of leftover money. Dan Dickow they get from the NBA. Elton Brown was almost in the NBA, but still they lose. Why? I'm not quite sure, but you know they have a great great team. You know, to me, it looks like you know they just need to play better defense. You can't allow a team to score 82 points. I mean, especially if you're playing at home. Yeah. You know, I know Elton Brown. I played against him for 4 years in college. He played at Virginia. He's a big player, you know, skilled, very good jump shot, turnaround, fadeaway, like, you know, your boy Kevin McHale. Yeah, and, my boy. And, you know, just Bamberg has got a very good team right now, and I think they're a very dangerous team. I think it's a matter of time before they really get on a roll here and win a lot of games. Ja, also Ilian hat gegen Elton Brown am College gespielt, 4 Jahre, und der war dann in Virginia, hat auch einen Fadeaway-Jumper wie Kevin McHale. Und er sagt einfach, dass die größten Probleme bei Bamberg ist die Defense und die müssen schon mal zu Hause gewinnen können. Die haben ein sehr talentiertes Team. Ich bin mal gespannt, ob die aus diesem Loch kommen können. Bei Paderborn, echte Hut ab, Steven Wright 16 Punkte, Chris Ensminger 12 Punkte, 8 Rebounds. Ja, Chris Ensminger war sicherlich richtig motiviert gewesen. Chris Ensminger was like a legend in Bamberg. He played there 7 years, so he was really motivated to win. The funny thing is, I don't know if you knew, was Ensminger, no one wanted him at the beginning of the season. Paderborn was the only team that wanted him, I guess, and they signed him. And you've seen he's been having double-double statistics almost every week. Oh, you know, he's a great player. There is no question in my mind he's one of the better inside players here in the league. He's 34, but he can still play. Yeah, I've heard a lot of stories about him. I actually was good friends with his younger sister in college because she also went to North Carolina State. She played volleyball there. We were good friends for a couple of years. Still stay in touch anyhow. That's nice. Yeah, it's a small world. Yeah. You know, she used to talk to me about her brother. I used to talk to her about my brother because they were both playing professional and they're about the same age. Just Paderborn is a very good team. You know, people can't sleep on them. You know, you see a lot of people in double figures and you know, like I said earlier, you put the ball inside, you know, you got a greater chance to win the game. Also interessante Worte von Ilian Eftemann, da lernt man immer wieder Sachen. Er war befreundet mit der jüngeren Schwester von Chris Ensminger, die ist auch an die North Carolina State gegangen und hat auch nur gute Worte für Chris Ensminger. Ein sehr, sehr guter Inside-Spieler. Hat einfach gesagt, Paderborn ist ein sehr talentiertes Team und
Chris hat wohl auch mit Ilians älterem Bruder Vasil gespielt oder gegeneinander gespielt. Also da ist schon eine Verbindung zu Chris Ensminger. Und er sagt einfach, Paderborn ist ein sehr gutes Team. Und auch einer, der ein Breakout-Spiel hatte, war Matt Terwilliger, 11 Punkte, 5 Rebounds. Der war jahrelang der Backup zu Greg Auden gewesen. I don't know if you knew, but the backup center for Paderborn, Terwilliger, he was the backup to Greg Auden at Ohio for many years. Oh, really? I wasn't aware of that. So we already played against him. He didn't play. I think he played a few minutes in the loss to us a couple months ago. So he just had a double-figure game. No, he had 11 points, 5 rebounds. Well, he's the backup to Ensminger. Well, you know, when you got the one position giving you 24 points and 12 rebounds together, that's a very, very solid game. Wenn wir Greg Jenkins wieder haben, dann passiert das sicherlich auch wieder. When we have Greg back, that'll probably happen again. Hopefully. I hope so too. Okay, das nächste Spiel, das war auch ein ganz interessantes Spiel. Trier gegen Nördlingen. Trier gewinnt zu Hause 84-82 in Overtime. Und das war ein interessantes Spiel, weil der letzte Ball wurde geblockt. Also der Brian Brown ging in die Zone oder hat geworfen, der wurde geblockt und so konnte, oder Brian Brown hat einen Nördlingen-Spieler geblockt und so konnte Trier das Spiel in Overtime gewinnen. Und Topscorer da auch bei Trier waren viele Jungs in Double Figures, 5 Leute, Copeland Topscore mit 17, Evans mit 12, Richardson mit 10, auch Maxim Stein 9 Punkte in 15 Minuten. Bei den Oertlinger Omari Wesley, der Topscore der BBL mit 26 Punkte, McGee mit einem Monsterspiel 19 Punkte, 16 Rebounds, alles ziemlich ausgeglichen, beide Teams so um die 45% geworfen. Nördlingen hat klar die Bretter dominiert mit 41-29. Entschuldigung, Nördlingen hat die Bretter dominiert mit 37 zu 35, aber haben viel mehr Turnovers kassiert, aber irgendwie haben die das Spiel noch sehr eng gehalten. Trier won a very exciting game at home against Nördlingen in overtime, 84-82. Brian Brown blocked a Nördlingen guy in the last second, and that's how Trier won the game. Maxim Stein seems to have found a new life there in Trier. I don't know if you've been following his stats a little. 9 points in 15 minutes. I've heard that he's very happy there. And, you know, you can see that in his play. He's playing good basketball this year. Yeah. Nördlingen, was sagst du zu den Nördlingern in dieser Saison? Das war ein ganz knappes Spiel gewesen. Wir haben gerade noch in Overtime gewonnen. What do you say to Nördlingen this season? We had a very close game, win in overtime. Pascal Roller was the hero in that game. But Nördlingen seems to find a way to win games with a very short rotation. Well, you know, a lot relies on Omari Wesley's shoulders and McGee. Right. But at the same time, they have two very good point guards, you know, pushing the ball, very, very active and always running. And it's a very up and down team, meaning up tempo, up and down the court. And, you know, I think the most impressive performance in this game is McGee, who is 19 points and 16 rebounds. Yeah. Okay, wir machen gleich weiter mit die drei letzten Spiele und Ilian kündigt jetzt den nächsten Track on. Ilian, the next song, please. Do you remember? No, Remember the Time. Oh, Remember the Time, sorry. Exactly. From? Sorry. Michael Jackson. Hi, I'm Ilian Swish Eftimov, and you're listening to the Deutsche Bank Skyliners magazine at Radio Fortuna with Miles Smith Schroeder. Did I hear you say something, Miles? Did you want to sing? Maybe. We'll see. Okay, we'll see. ja, wir machen jetzt weiter. Artland Dragons gegen Bonn. Die verlieren zu Hause 64-72. Was ist los mit den Artland Dragons? 8 Spiele hintereinander verloren. Ich frage dich mal einfach, Ilian, als aus einer Spielerperspektive. Was ist los mit den Artland Dragons? What's wrong with the Artland Dragons? They're on an 8-game losing streak. Do you hear any things from players or what's going on there? I haven't heard much about it. I mean, I heard that, obviously just heard from you, they made an adjustment with Whiting. You know, it seems like they're having some inside problems and maybe, and they're just trying to adjust to it as we speak. Ja. Viele Leute sagen, das ist einfach ein Problem mit dem Trainer Thorsten Leibniz. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber aus einer Spielersicht, manchmal, wenn es nicht bei einem Team läuft, da ist eigentlich immer der Trainer der Buhmann. Wie schwer ist es dann für ein Team einfach das Ganze drum und dran, Spieler zwischen Trainer? You know, they're having obviously 8 games they've lost in a row. A lot of people are pointing fingers at the coach, Thorsten Leibniz. He's a young guy, 33 years old. How difficult is it when you're in a big losing streak? I don't know if you've ever had a big losing streak in your career. For the relationship between players and coach? I think that's when, you know, everybody's got to get together and, you know,
pull the whole train together, the whole team together, because you know those are the times when you got to show character. You know, it's when to get back up when you're being pushed down. Okay, also er sagt einfach, das sind die Zeiten, wenn ein Team einfach sich zusammen reißen müssen und einfach wieder aus dieses Loch zu kommen und einfach zusammenarbeiten und dann irgendwie, wie gesagt, aus dieses Loch zu kommen. Aber die Bonner gewinnen 72-64. Topscore bei den Bonnern. Ja, did you see who was top scorer for Bonn against Artland? No. An old colleague from last season. The Giant. Ken Johnson. The Giant. Yes, I heard about that. He had, how many? 25 points, yeah. In 27 minutes. Not surprising to me. I mean, I've seen this guy every day in practice. I don't know what he's capable of. Yeah, well, wie gesagt, ein tolles Spiel von EJ Rowland mit 13 Punkten. Alex King mit 2 Punkte, 7 Rebounds, 1 Assist. Der war übrigens gestern zu Gast. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Alex King had 2.7 rebounds against Arden. I don't know, he watched the game. Did you see him yesterday? Yeah, I thought Bonn won since he came to our game, you know, show his big smile. Yeah, and he was showing his big smile after the win against you guys a few weeks ago. Of course, I know that very well. Ja, Alex King geht's auch gut irgendwie. Die Ex-Spieler, die Frankfurt verlassen, denen geht's dann immer wieder sehr gut. Ist das ein Trend? It seems like a lot of the ex-players from the Skyliners that leave then always have a better time in their next teams. Is that a trend? I'm not sure. You know, I mean, you know, I guess haven't quite paid attention to it like that. But it looks like they're having good seasons this year. Topscorer bei den Island Dragons, Lamont McIntosh, 12 Punkte, Pruitt mit 11, Hall mit 10, Hall auch wieder zurück. Was ist dein Eindruck von Darius Hall? Der war lange verletzt, ist so wie ein ganz wichtiger Spieler für die BBL, ein großer Publikumsliebling. What's your impression of Darius Hall? He was injured for a long time. He's like the fan favorite in the BBL. And that's normal. He's so big and he always hustles. You know, fans love that. They love warriors and he's a warrior. But he's like a midget compared to Shaquille O'Neal. You don't want Shaquille O'Neal to play in the BBL. Why? We have half the league hurt trying to stop him. But that would be funny, though. Yeah, for you to commentate the game, not for me playing against him. Okay. You have to check. I know you. Der Elian hat gestern das All-Star-Spiel verpasst, aber der muss auf jeden Fall noch den Tanz von Shaquille sehen. You have to check YouTube later, because Shaquille O'Neal gave a nice dance yesterday, and he really has talent. Oh, well, maybe he can come, dance while you sing. Well, actually, Shaquille can rap and sing. Maybe we'll leave it for him, you know. So you're going to do the dancing? No. I'm joking. Okay. Gut, dann, das nächste Spiel. Die Gießen 46ers gewinnen zu Hause gegen Tübingen 82-70. Topscorer Heiko Schafazig mit 20 Punkten, Jeffers mit 17, Corey Rouse mit 13. Corey Rouse kennst du auch gut. Du hast gegen ihn im College gespielt bei East Carolina. Corey Rouse, you know very well too. You told me on the way here you played against him in college. He played for East Carolina, you at North Carolina State. Yes, you know, we played against each other many years for out of conference schedule. You know, they're not in our conference, but since they're in the state, you know, we often schedule them, have tournaments. It's, you know, big rivalry for them. We also played together for a tournament in high school in the same team in AAU. So it's I didn't quite know that and remember that until somebody pointed it at me. Very small world. Ja, also sehr kleine Welt. Also er hat gesagt, er hat gegen Corey Rouse, dann später hat er rausgekommen, dass er auch gegen ihn in der High School gespielt hat. Ich glaube, du hast in New York, warst du an der High School? You were in New York City or where? Well, only for one year I was in New York, but we played each other when I was in North Carolina. And Greg Jenkins, you know from New York too, right? Yeah, we know the same people. Okay. He's very good friends with Julius Hodge, with whom I played in at NC State. We were roommates for one year. Okay, also Greg Jenkins, sehr gut befreundet mit Julius Hodge. Das war der Roommate von Elian an der North Carolina State. Und trotzdem auch gegen Corey Rouse hat er gespielt am College. Dann ein Bombenspiel für Tübingen in einem Losing Cause. Russell Cuttage mit Double-Double, 20 Punkte, 10 Rebounds. Anderson mit 17, Moyer mit 14. Wenn man die Statistiken anschaut, Gießen sehr gut getroffen, fast 50% von der vom Feld. Aber die Tübinger haben ganz klar das Rebounding-Duell mit 47-30 gewonnen. Aber die Gießener, dank Heiko Schafazig an der Point Guard-Position, sehr diszipliniert gespielt, nur 8 Turnovers. Gießen scheint jetzt ein bisschen aus dem Loch zu kommen. What's your impression of Gießen? They won 2 games in a row now. Well, you know, they're very tough to play at home anyway. So they're a dangerous team. You know, they're pulling away from the back. You know, they don't want to be in the last 2 positions. You know, and they keep getting some wins. They're playing positive basketball. Also die spielen sehr gutes Basketball, sagt Ilan. Die sind natürlich immer sehr, sehr stark zu Hause. Und ja, also
wie gesagt, die spielen sehr positiven Basketball. Jetzt das letzte Spiel, ich weiß nicht, ob du die Statistiken gesehen hast, das muss ein ganz, ganz grottenschlechtes Spiel gewesen sein. Die Düsseldorfer verlieren zu Hause gegen Göttingen mit 49-54. Beide Teams haben 33% geworfen, Göttingen nur 16%. Die hätten dich vielleicht an diesem Tag gebraucht. Irin, I don't know if you saw the game, Düsseldorf, Göttingen, if you saw the stats, a very low scoring. They shot awful, 33% from the field. They could have used your three-point shot on that day. Well, you know, play for Frankfurt Skyliners. Deutsche I know, Bank I'm Skyliners. Just kidding. you know what I mean. Yeah, of course. It's tough to win the games when the ball doesn't go in. Right. Also Brandon Winters war der Topscorer für Düsseldorf mit 14, bei den Göttinger Jacobson mit 13, Brown mit 11, Lee mit 10 und Bailey mit 6. Die Göttinger haben die Rebounds gesichert mit 42-38 und trotzdem, das sind so Siege, da kann man wirklich danach lange aufatmen, gerade weil Göttingen nur 54 Punkte gemacht hat, aber trotzdem noch gewinnen. I think these are the kind of wins where the team that won, Göttingen with 54, can really breathe a long sigh of relief that you win a game scoring only 54 points. Yeah, you only allow 49, so yeah, it's very positive on one side, you know, because it shows character on defense. Okay, gut, Ilian, dann, das war der letzte Spieltag. Ich habe mal kurz die Tipps von der letzten Woche. Der Manuel ist auf Kuba, genießt jetzt die Sonne. Ich hatte einen ganz guten Spieltag. Ich habe 5-mal richtig getippt, 3-mal falsch. Ich weiß nicht genau, was der Manuel getippt hat. Das werden wir aber alles nachholen in die nächsten Spieltage, aber ich werde jetzt nochmal kurz den nächsten Spieltag tippen und da wird der Ilian mir, ja, kann er ja zuhören. I tipped the next BBL game days with my colleague Manuel. I'm losing pretty badly. I'm back 49-24. But the reason for that is I go with a lot of the underdogs. You know, he has no balls. You know, it's the underdogs always, you know, have less pressure on them to play the game, so they're capable of big games. Yeah. Well, I tipped Bremerhaven like 8 times in a row, and they had like a 16-game losing streak. So bad luck for you then. Yeah. Und ja, wie gesagt, Nördlingen habe ich auch oft getippt. Ich tippe einen Sieg Köln zu Hause gegen Artland. I'm tipping a win Cologne home against Artland. What would you tip? That's going to be very interesting. Cologne's playing very well right now. So I think you might be right. Okay. Ich tippe auch natürlich, Ulm gewinnt zu Hause gegen Oldenburg. Ulm is my second favorite team after Frankfurt. I'm tipping a win home against Oldenburg. Yeah, we'll have to see how Jeff Gibbs does. If he plays well, Ulm will win the game as well. Über Jeff Gibbs reden wir gleich. Ich tippe, Nördlingen gewinnt zu Hause gegen Bamberg. Nördlingen will beat Bamberg at home. I think Bamberg is going to win that one. Okay. Ich tippe, Paderborn gewinnt zu Hause gegen Braunschweig. I'm tipping Paderborn beats Braunschweig. I think Braunschweig. Okay. Ich tippe Ludwigsburg. Nee, ich tippe Düsseldorf gewinnt in Ludwigsburg. I tip Düsseldorf a win in Ludwigsburg. Ooh, I'm sorry. Ludwigsburg for me. Okay. Ich tippe Tübingen zu Hause gewinnt gegen Trier. I tip Tübingen wins. You understand what I'm saying, right? Yes, yes. Okay. So viel Deutsch kann er. Tübingen will win against Trier at home. You're right. Alba Berlin gewinnt in Bremerhaven. Alba Berlin should win. Okay. Bonn gewinnt zu Hause gegen Gießen. In Bonn? Yeah. Bonn will win. That's what I said. Yes. You understood my German, right? Yes. Good. Und ja, die Deutsche Bank Skyliners gewinnen in Göttingen. You know my answer. Okay, gut. Dann sind wir hier und da einig und hier und da nicht einig. Dankeschön, Ilian. Und jetzt kündigt er den nächsten Song an. The next song, Ilian? Bad. Radio Fortuna. Das Deutsche Bank Skyliners Magazin bei Radio Fortuna. Hello, my name is Murat Didin und Sie hören das Deutsche Bank Skyliners Magazin bei Radio Fortuna mit Miles, Miles, Miles and more Schmidt Schreiber. Follow it, enjoy the program and you will really have a good night, I mean good time with him. Do it! Ja, zurück zum Deutsche Bank Skyliners Magazin bei Radio Fortuna. Die zweite Stunde hier mit mir, Nils Prewe und Ilian Eftimov. Heute exklusiv im Studio bei Radio Fortuna. Danke nochmal, dass du heute gekommen bist. Ilian, thanks again for taking some time again today. Oh, please, my pleasure. Okay, gut, jetzt kommen wir zum Ulm-Spiel. Und Nils war ja auch gestern dabei gewesen. Dein erstes Fazit über diese Niederlage gestern. Warst du überrascht oder
Ja, das hat mich schon überrascht, aber im Grunde genommen habe ich eigentlich ein ausgeglichenes Spiel gesehen, wobei aber die Ulmer in den entscheidenden Phasen immer ein bisschen ein Quäntchen besser waren und das Spiel im Endeffekt in der zweiten Halbzeit, im zweiten Viertel für sich entscheiden konnten. Genau, das war so. Ich hatte in meinem Bericht geschrieben, ich glaube 26 Minuten haben die Ulmer das Spiel am Ende kontrolliert. Aber nochmal zu sagen, leider ist die 117 Tage Siegesserie der Skylanders in der Ballsportalle zu Ende gegangen mit dieser Niederlage. Aber wie gesagt, und das Problem war, ich habe auch die letzten Wochen immer wieder gesagt, ich hatte nie das Gefühl, dass wir ein Spiel verlieren konnten. Aber gestern hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass wir das Spiel gewinnen würden. Ich war immer so ein bisschen, weißt du? Ilian, yesterday, I don't know if you knew, we once 117 days we won in the Ballsporthalle against BBL teams. The last loss was against Göttingen mid-October. So that winning streak went to end. It was very unfortunate, especially for the people who came to watch the game. Yeah, und ich muss sagen, Ilian, ich habe eben schon gesagt, all the last weeks when we won the games, I always had a good feeling, or I never had a bad feeling that we would lose the game, but I have to be honest, I never really thought yesterday that we could win the game. I was never comfortable that, oh, we're going to win this game. There was always some doubt. Well, we never really took control of the game. You know, when you watch it from the sideline, you never felt comfortable that, you know, maybe we were even or down a few points, but, you know, we controlled the game. It seemed like, you know, they had the ball more than we did, and they were doing what they wanted to do, and we couldn't get it going. You mean they controlled the game? Yeah, that's how I saw it. Yeah, okay. Exactly. Aber was ich toll fand, ist, obwohl die das Spiel kontrolliert haben, Nils, das hast du auch gesehen, ich fand, dass die Deutsche Bank Skylanders wirklich für das ganze Spiel hart gekämpft haben. Hast du das auch so gesehen? Ja, auf jeden Fall. Also sie haben immer probiert, alles zu tun. Sie haben gekämpft, aber in entscheidenden Situationen hat halt wirklich dieses Quäntchen gefehlt, um dran zu kommen oder wirklich mal die Führung auszubauen. Ilian, I just said what I thought was great was even though Ulm controlled the game midway through the second quarter to the end, what I really liked from the Deutsche Bank Skyliners was that the Skyliners really fought until the last second. Oh, I yeah. thought there was a lot of fighting qualities. We came back within a 2-point game, you know, 2-3-point game, very close to the end. But again, every time we make a comeback, Ulm, yeah. we'll make a big play, hit a big shot, and they pull away again. Also Ilian hat gesagt, jedes Mal, wenn die Skylanders ein Comeback gemacht haben, die haben auch mal bis 2 Punkte gebracht, dann haben die Ulmer immer wieder den richtigen Riecher gefunden und konnten immer wieder punkten. Das war dann nicht so gut für die Defense, darüber werden wir auch noch sprechen. Aber man muss noch einen Hut ab zu Ulm ziehen, da kann der auch dann gleich noch vielleicht was sagen. Was ich auch toll finde, die hatten gestern nur 9 Spieler, die gespielt haben, aber trotzdem alle 9 Spieler haben in irgendeine spezielle Weise was zu diesem Sieg beigetragen. Hast du es auch gesehen? Da waren immer wieder Sebastian Betz, Per Gunther von der Bank. Wirklich alle 9 Spieler waren wichtig gestern. Da war nicht einer, der schlecht war. Alle waren gut. Ja, vor allem Per Gunther hat mich auch gut überrascht. Ein junger Mann, ein junger deutscher Spieler, kam aus Feld und hat jedes Mal seinen Job gemacht. Ilian, I just said, you have to pull the hat to Ulm. They only played with a 9-man rotation yesterday, but what really interesting was every guy played great. There wasn't a guy that didn't have a good game. Every guy knew what their role was and they did a good job. Yeah, they knew what they wanted to do. They knew their system, the game plan. They just seemed very organized in the way they played yesterday. Also ihr habt gesagt, die wussten genau, was sie machen mussten. Die waren sehr organisiert. Wie war das denn für dich? Und ich hatte noch, vor ein paar Tagen hat mir jemand gesagt, nein, der Ilian Eftimov war schon mal verletzt gewesen. Aber ich habe irgendwie im Hinterkopf gedacht, nein, das kann nicht sein. Der Ilian hat noch nie ein Spiel verpasst. Und ich glaube, ich habe recht gewesen, weil ich habe den Ilian hier gefragt auf den Weg her und er hat mir gesagt, er war noch gar nicht verletzt. I mean, it's true. You, that was the first game you missed against Ulm, right? The game against Ulm was the first one I missed since I've signed here. Yeah, because someone told me that you were injured when you came here in September 2007. Or you weren't injured, but you had I twisted my ankle in Turkey. But you never missed a game. No, never. Yeah, so I mean, I was right. That's what I thought. Wie war das denn aus deiner Sicht, ein Spiel anzuschauen? What was it like watching the game from the sidelines? Oh, it was a very different experience. Always talking to Greg and Conrad next to me, you know, trying to get their point of view. Because, you know, when you play, you know, you focus on what you got to do on the court. But when you watch it from the sideline, you see totally different things, right? Exactly. Yeah. So, you know, we were trying to, you know, analyze the game and see, you know, what we were doing wrong. And every time out, we got a chance to say something to the guys, you know, we tried. But, you know, obviously it wasn't enough.
Also da gibt es eine ganz andere Sicht von Ilian und auch die anderen zwei Verletzten, Greg Jenkins und Konrad Wysocki. Einfach, die haben immer wieder diskutiert, was denn da gerade falsch gewesen war. Und er hat auch ganz klar gesagt, es ist natürlich eine ganz andere Sache, wenn man das Spiel einfach als Zuschauer anschaut, als wenn man selber spielt. Ilian, wie war das? Also der Konrad sah eigentlich ziemlich okay aus, einfach im Gesicht. Ja, ich meine, er war ein bisschen erkrankt gewesen, aber hat er so ein bisschen gelitten, dass er nicht spielen konnte? Was war so deine Einschätzung? Konrad looked fine when you spoke to him, but I mean, you spent the game next to him. What was he really like? I mean, was he a bit disappointed that he couldn't play against his ex-team Ulm? Oh yeah, I can understand his pain. You know, you really want to play those games where you play against your old team. It's a very emotional, very motivating games, and if you can't play them, it's just, you know, it hurts your heart. Ja, also Ihnen hat ganz klar gesagt, natürlich hat es sehr weh getan, wenn ein Ex-Spieler nicht oder ein Spieler nicht gegen sein Ex-Team spielen kann. Und Ihnen hat gesagt, natürlich in sein Herz, in Konrads Herz hat sicherlich ein bisschen weh getan, dass er nicht gegen Ulm spielen konnte. Jetzt, wenn ich nochmal kurz die Viertel, talk about the, du willst noch was sagen, Nils? Ja. Bitte schön. Ilian, wie viel Einfluss hat es eigentlich auf einen Spieler, wenn man krank angeschlagen mit einer Erkältung wie Pascal Roller oder mit einer Mittelohrentzündung wie Titus Ivory in so ein Spiel geht? How much influence has an illness like the flu of Pascal Roller or the inflammation of the middle ear of Titus Ivory and then going into the game? Well, obviously those two guys are very experienced, you know, so they don't necessarily need as much practice as everybody else. But when you miss a whole week, you know, when you're not feeling good and, you know, you have to rest, you're weak because your body is just, you know, just missing, you know, the main energy. When it's not there, it's difficult, you know, but I think they did their best yesterday, and I think now we have a great time to prepare for the next game and for them to get back to, you know, to the energy level that they had. Also er hat gesagt, natürlich ist es sehr schwer, wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, aber die haben gestern einen sehr guten Job gemacht, Titus und Pascal, und Ilian hofft, dass die anderen für Göttingen wieder richtig gesund sind. Hast du noch irgendwas? Oder soll ich wollte jetzt den Viertel Durchlauf machen. Nee. We're going to talk about the four quarters, but exactly what happened. Das erste Viertel war sehr interessant. 9 Führungswechsel gab es. Simmons 2 Dreier, die bei Ulm, die waren sehr ausgeglichen. Gibbs, Joyce, Triplett und Finn konnten scoren. Roller und Allen kamen von der Bank zu Ende des ersten Viertels. 21 beide war das. Wie hast du das erste Viertel gesehen? Sehr, sehr eng war es, 21 beide. Ja, keine der beiden Mannschaften konnte sich groß absetzen. Für mich stand im ersten Viertel vor allem das Duell zwischen Gordon und Jeff Gibbs im Vordergrund. Der Ball ging immer wieder runter. Auf der einen Seite erzielte Gordon seine Punkte, auf der anderen Seite oft Gibbs. Und ja, es war auf jeden Fall ein hochklassiges Duell unter den Körben. How did you see the first quarter? I just settled in German. It was very, very close. Gibbs and Gordon were fighting. Gordon was making all the points. And Simmons 2-3 pointers, but Ulm was showing that they could spread around the scoring. 21 all after one quarter. Very up and down for both sides. Each team took the lead a few times. I think what we did really well is run the fast break. Lorenzo Gordon had a couple easy layups, which really, you know, gave us a boost because you know, when you get in a rhythm like this, it gets easier. And you know, Keith Simmons hit those two big threes. Unfortunately, you know, we just didn't keep that pace for the rest of the game. Also war sehr up and down, das erste Viertel, sagte Ilian. Leider konnten die diesen Pace nicht mehr weiterhalten, aber sonst hat er gesagt, was die gut gemacht haben, war dieser Fast Break Basketball. Der Lorenzo Gordon hat einige gute Korbleger gehabt. Im zweiten blieb es weiterhin eng, als Gordon in der Zone Punkte. Frankfurt hatte sogar die Führung mit 29 zu 25, aber dann auf einmal kam dieser Bruch, wo die Ulmer auf den 8-0 Lauf ging und die führten dann 33 zu 29 und würden nie mehr zurückschauen. Finn und Fitzgerald hatten dann noch ein paar Punkte in der Zone, 37 zu 31 zur Halbzeit. Ja, richtig. Ich würde gerne mal ganz kurz auf das erste Viertel nochmal eingehen. Sorry. Und zwar Murat Didin vor allem den Anthony King kritisiert, dass er gleich im ersten Viertel 3 Fouls gemacht hat. Und ich würde jetzt gerne nochmal von Eftimov wissen, wie er das einschätzt, ob er der Mannschaft dann weiterhin wirklich so sehr gefehlt hat. Ilian, do you think that the 3 Fouls of Anthony King in the first quarter really made the team weaker? I don't necessarily think so. I mean, you have Derek Allen coming off the bench, which is a great boost. And, you know, then you have Derek Allen and Lorenzo Gordon playing. And, you know, they did a very good job. I don't think necessarily it hurt us. It just made us make some adjustments. We had to take him out of the game because with 3 fouls, we need him down the stretch. Also der Ilian meinte nicht, das hat ihn nicht so geschwächt. Also wenn dann Derek Allen von der Bank kommt, Allen und Gordon sind sehr, sehr stark unterm Korb und die brauchen den Anthony King noch down the stretch. Zweite Viertel, wie ich gesagt habe,
war dann bis zur Halbzeit 37-31 die Führung für die Ulmer, oder ich fange nochmal mit Ilian. How did you see the second quarter? I just said we played okay. We had the 29-25 lead, but then Ulm went on an 8-0 run. They led 33-29 and never looked back again. What were the reasons for that? We shot a lot of threes at one point in the second quarter, and we didn't give the ball inside as much as we wanted to. And when we did, they really collapsed and really tried to take us away from playing inside. We just couldn't make those three-point shots. And when we did that, we only scored 10 points in the second quarter. Ulm on the other side kept scoring. They got a couple steals, a couple fast breaks, and that was a key moment in the game. Also es war ein key Moment, weil die Skyliners haben nur noch von draußen geworfen, die sind nicht mehr inside gegangen, und die Ulmer haben dann, dann auch noch gepunktet, und ja, jetzt habe ich das gerade nicht alles so gut übersetzen können, aber die meisten haben es verstanden. Willst du noch was dazu beitragen, Nils? Ja, mich würde vielleicht noch interessieren, im zweiten Viertel wurden eigentlich dann kaum noch Punkte gemacht von den Skyliners. Wie du gesagt hast, Ilian, es kamen viele Dreierschüsse hintereinander. Dann hat Didin eine Auszeit genommen, doch danach wurde einfach weitergeschossen. Und hast du vielleicht mitgekriegt, was Didin gesagt hat in dieser Auszeit? Ilian, between the fourth and the eighth second minute in the second quarter, there were only missed shots from the Skyliners, from the field or the three-point line. And then Moore took the timeout and talked to the game. But still, after the timeout, they kept on shooting. Do you know what he said to the team during this timeout? The big emphasis was to put the ball inside. And, that's what we try to do. And I think that, we tried to do that. But, when they were playing so tight and double-teaming Lorenzo, when you have an open shot and you're a shooter, you have to take it. So it's very difficult to pass that. But we try to put the ball inside the way, we were told to do. Also sehr interessant, der Ian hat gesagt, die haben versucht, inside zu gehen, aber der Gordon, der wurde wirklich gut zugemacht. Das ist auch eine Frage später für Ian, warum der Gibbs so gut gegen Gordon spielen konnte. Und wenn man einen offenen Wurf hat, dann soll man ihn auch nehmen, aber die Skyliners haben einfach nicht gut getroffen. So Halbzeit. Ja, aber glaubst du nicht, dass vielleicht manche Schüsse da oft zu früh vielleicht auch genommen wurden? Don't you think that some of the shots have been too early? Shot too early? Oh yeah, absolutely. Some of them were, but when we are a good shooting team, you have a lot of shooters on the court, and sometimes you just play by feeling, I guess some of the shots we took, it was the player's decision. Ja, die haben schon gute Werfer, sagt Ilian, aber wie gesagt, manchmal muss man einfach die Würfe nehmen und ja. I mean, if we make those shots, we take the lead and we're up 4 points, 29-25, we make 2 threes, now we're 35-25, it's a different game. No, nobody says, why did you take that shot? Ja, das dritte Viertel, Ulm kontrolliert das Spiel, führen auch mal 10 Punkte, 43-33. Frankfurter kämpfen immer zurück, aber das Problem ist, die Frankfurter schaffen es einfach nicht in der Defense, öfters mal ein paar Stops zu holen und dann selber zu punkten. Gibbs ist sehr klug, findet seinen Weg immer wieder auf die Freiwurflinie. Aber die Frankfurter schließen das Viertel gut ab mit einem 9-3 Lauf und sind dann nur mit 55-52 zurück. Ja, es war auch wieder ein sehr ausgeglichenes Viertel. Für mich eigentlich eine entscheidende Szene, als die Deutsche Bank Skyliners auf 52-55 rangekommen sind. Ja. Aber dann Daniel Fitzgerald den Dreier trifft von Downtown, es waren glaube ich über 9 Meter, ja, wo er den verwandelt hat, und plötzlich führen sie wieder mit 6 Punkten. War das dritte Viertel noch? Ich glaube, das war... Also zum okay. How did you see the third quarter, Elin? They had a big lead of 10 points, 43-33, but we kept fighting back. Emenecker started to hit a three-pointer, but Gibbs always found the way back to the free throw line. We finished the quarter with a 9-3 run, but we were still down by 3, 55-52. I think that was an important time of the game. When we came back, I think that really gave a lot of confidence to the people in the gym, to the team, that this was our run. Maybe if the quarter was maybe 2 minutes longer, maybe we would have taken the lead. Maybe that break right at the end of the third quarter really gave him time to rest and refocus. I'm talking about Ulm. Ja, also das war schon ein wichtiges Viertel. Er sagte, wäre das Viertel ein bisschen länger gewesen, hätten die Frankfurter vielleicht noch die Führung übernehmen können, einfach weil die das Viertel so stark geschlossen haben mit 9-3. Nils, hast du noch was für dieses Viertel oder können wir zum vierten gehen? Ich glaube, es war das dritte Viertel. Das war auch ein bisschen das Viertel von Adam Emenecker. Ja, genau. Und, ja gut, das vierte war das, da hat er 7 Punkte gemacht. Das dritte war, da fing er an, da hat er seinen ersten Dreier gemacht.
But Ilian, vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was du über die Leistung von Adam Emenecker aus diesem Spiel sagst. Ilian, can you say something about Adam Emenecker, of his performance in this game? He really, you know, showed a lot of poise and a lot of character in the fourth quarter. You know, hitting a big three and two important baskets really got the momentum going for the team. But again, you know, the Ulm just kept getting on the foul line, getting easy points. And I mean, it's a little bit demoralizing when that happens. Also er hat gesagt, der Emenecker hat wirklich das Team viel Momentum gegeben, vor allem im vierten, aber die Ulmer haben immer wieder einen Weg gefunden, um leichte Punkte zu bekommen und auch Gibbs zur Freiwurflinie zu schicken und das war, da hat wirklich den Skylanders sehr wehgetan. Ja und Malz, ich glaube auch letzte Woche in Bremerhaven hat Emenecker seinen ersten Dreier in einem regulären Season-Spiel getroffen und jetzt gegen Ulm hat er gleich zwei gemacht. Das spricht vielleicht dafür, dass er auf sein Dreier gearbeitet hat, keine Ahnung. Ja, vielleicht kann uns ja Ilja nochmal was sagen über Emenekas, über Adams Shooting Skills. Well, he's been working really hard at it and this game he shot 50% from the 3-point line. I mean, you shoot 50%, you're a good shooter, a great shooter. So he's gonna have to continue to shoot the ball when he's open. Ja, das letzte Viertel, liebe Tour, wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, weil wir haben noch Lob und Tadel und wir haben auch noch, wir wollen noch ein bisschen den Ilian interviewen über sein Leben. So, wir wollen jetzt ein bisschen schneller machen. We're gonna go a little bit quicker, because we're running out of time. Okay. I still want to have some stuff to do. And the people, yeah, we still want to play a little Michael Jackson. Das letzte Viertel muss ich aber noch kurz besprechen. Da auch sehr interessant, die Skylanders blieben immer dran auf 61-59, aber zweimal hat Lee Humphrey die Skylanders das Genick gebrochen mit seiner Dreier und das war genau wie damals in Ulm. Ich weiß nicht, ob du dich das erinnerst, das war auch in Ulm, der Humphrey hat absolut nichts gebracht im Spiel, aber dann im letzten Viertel hat er getroffen und auch damals in Ulm die Ulmer zum Sieg gebracht und das war genau gestern wieder der Fall. I don't even remember, but Lee Humphrey was the same guy in Ulm, he was shooting nothing. He was hitting nothing, and in the last shot. Quarter he hit, I think, 2 3-pointers, and he did the same thing yesterday to beat you guys. Yeah, that's like Reggie Miller used to say, you know, it doesn't matter if you have an off night, the great shooters are still going to hit it when he counts in the end. And sehr gute Worte von den ex-Indiana Pacer Reggie Miller. Exactly, and that's what he did to us, and both times he really hurt us with that 3-point shot. Also er hat gesagt, der Reggie Miller, die NBA-Legende, hat gesagt, früher, es ist egal, ob ein guter Würfer einen schlechten Abend hat, der wird am Ende immer irgendwie das Spiel umdrehen können, um zu gewinnen mit einem guten Würfen. Das haben die gestern gemacht. Und einfach schade, dass es einfach nicht besser geklappt hat für die Skylanders. Denkst du, Ilian, dass die Skylanders hätten das Spiel gewonnen mit euch drei da? Do you think you would have won the game if you three guys would have been there? Absolutely. I can't guarantee it, but in my opinion, we would have won the game. We would have had a deeper rotation, you know, and we just, I mean, you know, it affects everybody when some people don't play. It affects, you know, just the chemistry of the team and the preparation, the practices. So I think we would have been better off if we played. Also er meint, die hätten sicherlich das Spiel gewonnen. Das, die Chemie tut dann immer ein bisschen weh, wenn Leute dann nicht dabei sind. Und ganz klare Worte von Ilian. Hast du noch ein paar? Ich habe noch einige Fragen zum Spiel. Nils, du auch noch? Sonst? Also für das vierte Viertel sind wir, glaube ich, damit durch. Ja. Das sind genau die Sachen, die ich auch... Okay, gut, weil wir müssen jetzt ein bisschen schneller machen, weil ich habe noch einige Fragen für das Spiel gestern. Das Rebounding klar gewonnen... Die Leute sagen uns immer, wenn man die Rebounding klar gewonnen hat, dann kann man auch die Spiele gewinnen, aber das war gestern nicht der Fall. Warum? We won the rebounding pretty clearly, 37-33. You know, the experts say if you win the rebounding, you usually win the games, but yesterday that wasn't a factor, the rebounding, as much. Why? They shot a lot more free throws than we did. I think that was the key of the game. Okay. They were more aggressive. And inside. The timely shots, of course. Yeah. Down the stretch. Yes, exactly. And, you know, we control the boards, but at the same time, you know, you gotta be as aggressive as the other team. Also die Freiwürfe war aus der Sicht von Ilian Eftimov sicherlich ein Faktor für den Sieg. Die Defense war gestern auch nicht so gut. Warum waren wir so schwach, oft die Rotation verpasst und auch langsam in den zurückgehenden Transition? Why wasn't our defense so good? We missed a lot of rotation. We were too slow getting back on the transition defense. I think sometimes when you're not in the rhythm in offense, it affects your defense. And I think we're just a half a second too late on some rotations. And, you know, that just kept going on the whole game. Okay, also einfach gesagt, manchmal, wenn der Rhythmus in der Offense nicht so da ist, dann fehlt das dann auch in der Defense. Und die waren manchmal einfach einen Schritt ein bisschen zu langsam gewesen. Jetzt kommt meine große Frage für Ilian. Now my big question for you. Lorenzo Gordon versus Jeff Gibbs. All right, ready, here we go. Lorenzo Gordon, 23 points, 12 rebounds in 35 minutes. Jeff Gibbs, 17 points, 6 rebounds, 2 assists in 32 minutes. Gordon had the better stats in the offense.
but 201 kilos. Gibbs is 188-112 kilos. So you would think Gordon, it's a mismatch from the eyes of Gibbs, from the height. Yeah. If I see that right. But still, Jeff Gibbs sometimes made Lorenzo look like a fool on defense. Well, Jeff Gibbs makes everybody look like a fool on defense. I know. Now my question for you is nothing. I know that, but I'm just, why didn't Lorenzo, why couldn't he stop him yesterday? I don't think he was a one-man game. You know, we don't have a game plan when we say, you know, when the ball goes to Jeff Gibbs, Lorenzo, you know, you got to guard him one-on-one. You know, we have rules that we, you know, we have to give him, you know, a certain way to go. We got help coming that way. Yeah. And it was a team effort. And I don't think Lorenzo was guarding him for most of the game. I think we had a three-man guarding Jeff Gibbs for most of the game. Right, but I mean, a lot of times there were a lot of instances of one-on-one where you had Gibbs against Gordon. Yeah. Gordon got beat. It did happen, but yeah. You know, it's like I said, it's not a one man effort. It's got to be a team effort, right? Because you know, we are taught, you know, to it's, we got to help each obviously, other, obviously. Yeah, but I mean, the incidents when it was the one-on-one, mm-hmm. that's where Lorenzo got beat a lot. He beat Jeff Gibbs on the other side, right? So, but I think would, it's a good that would match. Be understandable, yeah, from the size, wow. And, well, yeah. from the height at least, yeah, okay. Also, wie gesagt, das ist ganz klar, das ist immer ein Team-Effort in der Defense und ich habe jetzt nur die zum Elend gesagt, in der One-on-One, das war klar, aber auch in der Help-Defense, das war oft, also haben mehrere Jungs den Gibbs versucht zu stoppen, aber das hat nicht immer gelungen. Bitteschön. Also ich glaube, die beiden Spieler haben sich eigentlich über das Spiel über gesehen neutralisiert, sozusagen. Was aber Gibbs, finde ich, wirklich sehr gut gemacht hat, ist halt seine hohe Freiwurfquote, 90% stimmt, an dem Tag, ja, von der Linie, und damit hat er bestimmt einen großen Teil beigetragen, dass die Ulmer das Spiel gewinnen konnten. Okay. Hast du noch was zum Spiel? Sonst beenden wir das. Nicht. Elaine, is anything else you'd like to add to this unfortunate loss yesterday? No. I think it's still sad about the loss, but we can't contemplate. Was hat Murat Dedin nach dem Spiel gesagt? What did Murat Dedin say after the game in the locker room? Were you there? No, we didn't really talk about after the game. You know. Today was a day off, right? Yes. Okay. I think the talkings and the videos are going to be tomorrow. Okay. Ja, gut, dann glaube ich, haben wir alles besprochen. Hast du noch was? Dann ich habe hier nichts mehr, Malz. Machen wir ein bisschen Musik. Und Ilian, du willst jetzt den nächsten Song ankündigen. Ilian, what are we going to play next? We're going to go for Wanna Be Starting Something. Wanna be starting something, you got to be starting something. Hold on, Miles. I want to hear the Michael Jackson version, you know. Sorry about that, but no disrespect. My name is Keith Simmons, and you are listening to Deutsche Bank Skyliners magazine on Radio Fortuna with Miles Schmidt Schuber. Mein Name ist Klaus Perwas, und Sie hören das Deutsche Bank Skyliner Magazin bei Radio Fortuna mit Miles Schmidt Schuber. So, das war ein kleines technisches Problem, aber so haben wir gleich zwei Spieler- und Trainer-IDs hintereinander gehört. So Pannen passieren auch mal im Radio. Immer noch hier beim Deutsche Bank Skyliners Magazin mit Nils und Ilian. Ilian, you're going to take a short break. We're going to quickly do the player grades and we'll close the show with some questions for you. Okay, Nils, Dominik Benzedemelo, the birthday boy, eine 3 von mir, hat nur kurz gespielt, hat einen schönen Korb gemacht, oder? Ja, deswegen hätte ich ihn auch ein bisschen stärker eingeschätzt für die kurze Zeit, die er auf dem Feld stand. Ich hätte ihm eine 2 gegeben, er ist einmal super zum Korb gegangen und es war einfach ein schöner Korb. Okay, wie gesagt, 2 Punkte, 1 von 3, der hat 2 Würfe nicht getroffen, 5 Minuten, aber trotzdem, der Korb war schön. Adam Emmener hat eine 2 von mir, 10 Punkte, 4 von 7 vom Feld, 2 Rebounds, 3 Turnovers, 2 Assists, 1 Steal in 28 Minuten. Ich fand, was wichtig für ihn ist, dass er jetzt einen Weg findet, immer weiterhin konstant zu spielen, das wird wichtig sein. Aber sonst, die 7 Punkte im letzten Viertel hat ihm viel Selbstvertrauen gegeben. Schöne Pässe, die Ballbewegung hat mir gefallen. Der Junge wird sich weiterentwickeln. Ja, hat das Spiel gut geleitet, in die Aufbauposition gut befüllt, gut gefüllt, Entschuldigung, und 10 Punkte gemacht. Ich würde ihm auch eine 2 geben. Anthony King, das habe ich auch keine Note hier gemacht. Ich muss den mal leider mal eine, ich weiß nicht, 3 minus, 0 Punkte, 0 von 2, 2 Rebounds, 1 Assist in 15 Minuten, hat schnell Fouls bekommen und dann sah man ihn lange nicht mehr bis zu Ende des Spiels. Ich glaube, der schlechte Start hat ihm nicht wirklich weitergeholfen, war nicht sein Spiel, aber er ist ein BBL-Rookie, so Spiele hat man mal. Ja, dem muss man auch mal was zugestehen, dass er auch mal dann nicht so gute Spiele vielleicht abliefern. Ich hätte ihm allerdings auch eine 4 gegeben, 15 Minuten, keinen Punkt gemacht, schnell rausgefoult gewesen, das war nicht sein bester Tag. Pascal Roller hat eine 3 minus von mir, ich bin immer sehr... sehr lieb mit den Player Grades. 3 Punkte, 1 von 6. 2 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal und 20 Minuten.
Dass er so schlecht getroffen hat, ist mir gar nicht aufgefallen, dass er 6-mal geworfen hat. Aber hat er wohl. Aber diese eine Dreier zu Ende des ersten Viertels war sehr wichtig und die Aufbau hat mir eigentlich gut gefallen, wo er drin war. Sehr oft wieder zum Korb gezogen und seinen Kickout-Pass zum Flügel. Ich glaube einmal, da hat er Derek Allen bedient, hat mir gut gefallen. Ja, das hat er zum Beispiel sehr gut gemacht. Zu anderen Zeitpunkten des Spiels hat er, glaube ich, auch einmal sogar einen Airball drin gehabt. Stimmt, er hat einen Airball, ja, das war nicht gut. Ich finde auch so, wie Ilian vorhin gesagt hat, ein bisschen kraftlos und saftlos gewirkt. Ich würde ihm eine 3 geben. Okay. Tyus Ivory hat eine 1 von mir. 9 Punkte, 3 von 6, 7 Rebounds, 1 Turnover, 2 Assists, 2 Steals in 20 Minuten. Tyus Ivory got a 1 from me. He had a great game, even though he wasn't feeling well. Oh yeah, that's what I said earlier, you know, those guys are older, much experience in them, and sometimes they don't even need to practice. Ja, manchmal müssen die Jungs einfach nicht trainieren, so wie Michael Jordan früher. Michael Jordan probably didn't have to practice either. The real Michael Jordan from the Bulls. Yeah, thanks for clarifying. Yeah, okay. No, he actually, yeah, you're right. When he got older, he probably didn't need to. Yeah, I mean, he was still very strong with the Washington Wizards. Yeah, he was much older then, and he still was doing work in the NBA. Yeah. Okay, Tyus Ivory, eine 1 von mir. Trotz Krankheit hat er ein Bombenspiel gemacht. Wie immer sehr komplett. Und wenn es nach mir ging, würde ich ihn 40 Minuten spielen. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu alt dafür. If I was the coach, I would let him play 40 minutes. But I think he's a little too old for that. But he's just a great all-around player. Yeah, he's a lot of fun to play with. He really understands basketball. And, you know, he can really pass. He can score. He's always getting other people in fouls. Just very smart. Sehr kluger Spieler, zieht gute Fouls und Nils, bitteschön zu Tyus. Tyus, mein persönlicher Lieblingsspieler dieses Jahr bei den Skyliners. Ich würde ihm eine 2 geben, hat echt wirklich grundsolide gespielt, tolle Stats gemacht und das, obwohl er angeschlagen ist, kann man nicht meckern. Der ist jetzt die Nummer 3 von mir, nach Ilian und nach Jimmy McKinney, dann ist Ivory jetzt mein Drittlieblingsspieler. Und ja, also ein toller Charaktertyp. Derek Allen, eine 2-, 8 Punkte, 3 von 7 vom Feld, 5 Rebounds, 2 Turnovers, 2 Assists in 24 Minuten. Ganz solide, hat überall geholfen. Einmal hat er einen schlechten Pass aus dem Post gemacht, aber war klar, ist auch klar jetzt immer wieder, wenn er Gordon mehr spielt, dass er dann auch nicht die Würfe bekommt. Aber trotzdem fand ich ganz okay, was er da geleistet hat. 2-. Ja, du nicht so? Ganz okay ist wohl die treffende Aussage. Ich hätte ein bisschen schlechter beurteilt, weil er auch ein paar wichtige Würfe daneben genommen hat, als die Skylines eigentlich dabei waren, ranzukommen. Ich, wie gesagt, würde ihm eine 3 geben, aber trotzdem so die Leistung. Jimmy McKinney eine 3 von mir, 0 Punkte, 0 von 1, 1 Rebound, 2 Assists in 15 Minuten. Ich will ihn mehr werfen sehen. Der hat mir nach dem Spiel gesagt, dass er einfach nicht so jetzt den Mut hat oder seinen Rhythmus nicht im Werfen hat und er hat auch keine Lust, schlechte Würfe zu machen. Aber wie gesagt, ich möchte einfach, dass er mehr wirft und ich hoffe, dass er bald seine Form findet. Ich war jetzt ein bisschen großzügig mit dieser Note. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Ja, ich glaube auch. Vielleicht bist du noch ein bisschen nachsichtig. Ich hätte ihm eigentlich eine 5 gegeben. Er kam aufs Feld, man hat nichts von ihm gesehen. Die Würfe hat er daneben gemacht, aber wie du meinst, er war verletzt und ist noch nicht so drin. Da muss man, glaube ich, ihm noch ein bisschen Zeit lassen. Ich muss jetzt mal den Ilian fragen. Du bist ja Day-to-Day mit den Spielern zusammen. Was ist los mit Jimmy McKinney? Als Rookie hatte ich, glaube ich, ja fast 12 Punkte im Schnitt gemacht vor 2 Jahren. Ist natürlich schwer für ihn nach einer langen Verletzung. Jetzt hat er 2 gute Leute vor ihm mit Tyus Ivory und Keith Simmons. Mir kommt er ganz anders vor, als ob er sich also nicht glücklich ist, ja klar, der spielt nicht viel, aber wie siehst du ihn, wie ist dein Eindruck von ihm? Jimmy McKinney, you're day-to-day, you're always with the players, 2 years ago he was a rookie, I think he made 12 points, was his average, near their 13, he was a very important player, he's got Simmons and Ivory in front of him, and he really doesn't seem very happy. What can you say to Jimmy McKinney? You know, he's been practicing extremely hard lately, and he's been doing great in practice. I think it's just a matter of time before, you know, he's going to be the guy who's going to score. And, you know, I mean, he was hurt for a couple months, and it's very difficult to get back in that rhythm. And I think that, you know, you can see it in practice, and I think soon you'll be able to see it in the games. He's a different player now than he was when he first came back. How do you mean that exactly? I mean, since his injury, he's better. I mean, you know, it took a couple weeks for him to get back in the rhythm. Yeah. And you can really see it in practice, and especially in the last 2-3 weeks, he's really been, you know, playing well and scoring and get a better feel for the game, for the timing, the rhythm. And I think that it's a matter of time before that shows in the game. Okay, also das ist noch eine Frage der Zeit, bis das, was er im Training gut macht, im Spiel übersetzen kann. Und also gute Worte von Ilian Eftimov. Jimmy McKinney? Ja, letzte Woche in Bremerhaven hat er mich schon überzeugt und
Ich denke auch, der wird wieder kommen. Okay. Max Weber ohne Bewertung, 3 Minuten nur gespielt, da kann ich nichts geben. Keith Simmons eine 2, 14 Punkte, 3 von 11, 4 Rebounds, 2 Turnovers, 3 Assists, 2 Steals, 1 Blockshot. Der hat jetzt eine 2 von mir, Nils, einfach weil er ein Allround sehr gutes Spiel hatte. Der war überall zu sehen, der hat nicht gut geworfen, aber wie gesagt, der hat die meisten Punkte, fast die Hälfte der Punkte von der Freiwurflinie gemacht, aber in der Defense wirklich sehr stark gewesen und wie gesagt, deshalb ein overall gutes Spiel bis auf seine schlechte Wurfquote, eine 2 von mir. Ja, die Stats stimmen vielleicht noch nicht so bei ihm, aber ich finde auch, er hat ein gutes Spiel gemacht. Ich hätte ihm auch eine 2 gegeben. Lorenzo Gordon, eine 1, 23 Punkte, 12 Rebounds, 2 Turnovers, 35 Minuten. Trotz Probleme mit Gibbs und die 3 Turnovers, ein Tier in der Offense und hat wirklich oft immer, was er bekommen hat, sofort, wie wir schon öfters in der Saison sehen, alles zu Punkte gemacht. Also Lorenzo, wie wir ihn kennen. Ganz starkes Spiel von Lorenzo mit einem Double-Double und auch super im Zusammenspiel, entweder mit Allen oder mit Simmons. Schöne Pässe haben die sich zugesteckt und hat ein klasse Spiel gemacht. Okay, dankeschön Nils. Jetzt machen wir nochmal einmal schnell Musik und dann beenden wir die Sendung noch mit Fragen an Ilian. Ilian, you, yeah.